herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den Lesemonat für den September. Im September habe ich natürlich auch wieder ein paar Bücher gelesen, allerdings nicht ganz so viele, vor allen Dingen eher so kleine, kurze Bücher habe ich diesen Monat gelesen. Ich war irgendwie diesen Monat ein bisschen lesefaul, muss ich sagen. Aber wir starten einfach mal direkt. Und zwar starten wir mit einer Reihe von Sarah Shepard und zwar Lion Game Band 1 und Raus bist du. Ja, das ist der erste Teil dieser Reihe und ich muss sagen, ich bin wirklich... ja, gespannt auf den zweiten, weil dieser Band ist sehr spannend gewesen. Es geht um Zwillingsschwestern, die halt voneinander vorher nichts wussten. Und die eine Zwillingsschwester wurde ermordet und die andere Zwillingsschwester nimmt jetzt ihren Platz ein und wird sozusagen von dem Mörder ihrer Zwillingsschwester ein wenig ja, gepeinigt und bekommt von ihm halt, oder von ihr, wir wissen ja nicht, ob es ein er oder ein sie ist, halt Anweisungen und verhält dich wie deine Zwillingsschwester, damit niemandem auffällt, dass sie weg ist und so. Und sie muss jetzt den Platz ihrer Zwillingsschwester einnehmen, die einfach mal ganz anders ist als sie und sucht dabei aber auch nach dem Mörder oder nach der Mörderin ihrer Schwester. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte mit ganz vielen interessanten Charakteren, bei denen man echt nicht weiß, so wer ist jetzt wirklich böse, wer ist gut. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant und ich bin schon so gespannt auf den zweiten Band. Dann habe ich von Kira Cass Selection Band 1 gelesen. Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Das ist eine Trilogie und hier steht oben drüber 35 Mädchen, eine Krone, die Chance ihres Lebens. Also hier geht es wirklich darum, es ist sozusagen eine etwas andere Landesaufteilung jetzt in den USA. Und es gibt jetzt halt dieses Selection, das ist so ein Auswahlverfahren, um die neue Prinzessin zu finden für den Prinzen und halt seine Gemahlin zu finden. Und es gibt halt ein Voting, ein Casting, da werden erstmal, kann da jedes Mädchen dran teilnehmen, was möchte. Dann werden 35 Mädchen eingeladen, um zum Schloss zu kommen. Und ja, dann ist es halt so, dass der Prinz sich nach und nach Mädchen raussucht, die er halt weiterlässt und immer mal wieder welche rausschmeißt. Und darum geht es hier. Und es geht aber nicht nur darum, sondern auch um die Rebellion, die im Hintergrund stattfindet. Denn es gibt hier halt ein Klassensystem. Es gibt, ich glaube, 8 verschiedene Klassen. Und umso höher man, also... wenn man bei 1 ist, ist man halt die Königsklasse und wenn man bei 8 ist, ist man einfach so total arm und hat gar nichts. Und ja, hier geht's. Ja, unsere Protagonistin ist in der 5. Klasse und damit also schon relativ weit unten, relativ weit halt, was das Leben und den sozialen Stand angeht, ziemlich weit halt unten wirklich. Und ist eigentlich in jemanden aus Klasse 6 verliebt, in den sie gar nicht verliebt sein dürfte, denn man darf nicht mit jemandem aus einer niedrigen Klasse sozusagen zusammen sein und... ja, sie ist aber jetzt auch bei diesem Casting und bekommt von ihrem Freund aus Klasse 6 vorher eine Abfuhr. Der sagt ihr auch hier, mach auf jeden Fall da mit. Ich will nicht, dass du dir nachher was vorhältst oder so. Und ja, darum geht es halt so ein bisschen um diese Liebesgeschichte auch, um so eine kleine Dreiecksliebesgeschichte. Denn natürlich ist es so, dass sie am Anfang erst nur widerwillig hier teilnimmt, aber dann natürlich auch Freundin findet bei dem Wettstreit, den Prinzen kennenlernt und sieht, okay, er ist gar nicht so schlimm, ihn als Freund sieht und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann habe ich noch eine Reihe angefangen und zwar wieder eine Trilogie und zwar ist das Delirium Amor Deliria Nervosa. So, der ist von Lauren Olivier und hier geht es darum, dass die Liebe in den USA jetzt als eine Krankheit abgestempelt wird, die man heilen kann. Es gibt ein Heilmittel gegen eine Krankheit, dass jeder wird mit 18 Jahren geheilt, weil man dann ausgewachsen ist und jeder Mensch hat dann halt keine Möglichkeit mehr wirklich zu lieben oder Schmerz zu fühlen. Es ist halt so, die werden wirklich abgestumpft. Und hier geht es halt um eine Rebellion auch, die dagegen halt rebelliert. Es geht um Leute, die dagegen ankämpfen. Und unsere Protagonistin ist aber am Anfang total für dieses System, da sie ihre Mutter an dieser Krankheit verloren hat. Und am Anfang total dafür und überhaupt nicht dagegen. Merkt dann allerdings später, dass es alles nur eine große Lüge ist, was dieser Krankheit halt angeheftet wird. Und ja, dass das eigentlich alles gar nicht so stimmt, was die Regierung einem da erzählt. Und deswegen ist es super, super spannend. Und ich freue mich auf den zweiten Band. Und als letztes 3 kleine Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar einmal Rosalie Dornröschens Tochter von Ashley Gilmore. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Dann Wanda, Ariels Tochter, auch von Ashley Gilmore. Und das war der dritte Band. Und Band 4, Julia, Schneewittchens Tochter, auch von Ashley Gilmore. Und ja, das sind halt ziemlich, schmale Bücher, sehr kleine Geschichten sozusagen. Und es geht halt um die Tochter der Prinzessinnen und Prinzen. Und sie werden halt, nachdem sie ihre Schule beendet haben, für ein halbes Jahr in die reale Welt geschickt und sollen da halt den Zauber
der Märchen verbreiten. Und ja, das ist sehr interessant, wie dann da die Mädchen in die reale Welt kommen, teilweise Liebe finden, teilweise Karriere finden und sich da zurechtfinden müssen, weil sie ja gar nicht so da reinpassen. Sie sind ja ganz anders erzogen und das ist so interessant. Und ja, ich bin einfach als kleine Zwischenlesemahlzeit, sag ich mal, ist das echt eine super Sache und ich finde die wirklich, wirklich niedlich. Die sind auch sehr süß geschrieben vom Schreibstil her, sie erinnern mich wirklich an Märchen auch und auf jeden Fall für zwischendurch eine tolle Sache, die ich euch nur ans Herz legen kann. Ja, das war's auch schon mit meinem Monats-Update, meinem Lesemonat. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, lasst gerne ein Abo da und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!